heute spiele ich gegen Brexy. Guess who? Da müssen wir erraten, welchen Charakter wir haben, Brexy. Oh, mega cool. Falls du mal mitspielen willst, musst du jetzt ein Like und ein Abo dalassen. Komm schon. Ready? Okay, dann müssen wir jetzt uns an den Tisch setzen. Komm. Na gut, machst du den Server an? Ich erstelle einen Server. Passwort ist 1234. Boah, das Passwort ist ja voll doof. Nein, das ist einfach. Du bist noch klein, Odi. Oh, du bist auch klein, aber ich bin kleiner. Jetzt komm endlich rein. Mann, ich sehe hier keinen Server, du doof. Ah, ich sehe ihn. Mann, Passwort war 1234. Das ist ja voll leicht. Hab ich ja gesagt. Hallo! Oh. Du darfst, ich weiß, wen ich bekommen habe. Ich auch. Du darfst ihn nicht verraten. Ne? Ich habe 30 Sekunden Zeit, wenn ich möchte, einen Charakter zu auszuwählen. Okay, Odi. Hat dein Charakter eine Brille? Ja. Woher wusstest du das? Wirklich? Ja. Oh, cool. Mann, du musst mir die Frage doch schicken. Ja. Hier. So, jetzt stell ich mir die Frage. Ja. Boah! Oh, da sind ja alle aus dem vom Tisch runtergegangen. Das ist ja voll cool. Das ist voll unfair, Brexy. Das ist nicht unfair. Du bist einfach nur nicht gut da drin. Jetzt musst du mir eine Frage stellen. Ja, ich muss erst mal gucken, ob ich den Charakter behalten will. Aber ja, will ich. Okay. Ich habe eine Frage, Brexy. Ich warte. Hat dein Charakter ein Bart? Nein. Nein? Oh Mann, ey. Da sind voll wenige runtergegangen. Jetzt bin ich dran. Okay. Ist dein Charakter eine Frau? Ja. Wirklich? Ja. Ich weiß, weiß, weißt wer du es nicht, ist. Weißt du nicht? Doch, ich weiß es. Ich bin erst dran. Ist dein Charakter. Hat dein Charakter schwarze Haare? Nein. Wie nein? Hat sie halt nicht. Was soll ich denn machen? Ah, du Blödmann. Ups, jetzt bin ich wieder dran. Ah, mach schon. Ah, dein Charakter. Nee. Hat dein Charakter lockige Haare? Ich weiß nicht, ich glaube ja. Nö, doch Nö? Nicht. Ja. Das kann gar nicht sein, du Blödi. Aber das Spiel hat, ich habe ja gemacht, das Spiel hat nein gemacht. Okay. Du hast ja nur noch einen offen, dann weißt du musst doch sagen, wer ich bin. Ich habe zwei offen. Der vor dir bist du selber, du Doofbatz. Nein, hinten ist noch einer, aber deine Karte verdeckt den. Ach so. Okay, Brexy, ich bin dran. Ist dein Charakter eine Frau? Ja. Hä? Dann habe ich gewonnen. Ah nein, habe ich nicht. Noch zwei offen, Brexy. Zwei gegen zwei. Jetzt bin ich dran. Ich muss raten. Ich muss raten. Na gut. Ist dein Charakter... Oh, warte mal, ich kann noch eine Frage stellen. Dann habe ich doch sowieso gewonnen. Vielleicht. Du musst nur die richtige Frage herausfinden. Ja, ich weiß. Das ist aber schwierig. Nee, ich will keine Frage stellen. Ich will keine Frage stellen. Ich will keine Frage stellen. Zu spät. Nein! Oh Mann, ist dein Charakter jung oder alt? Ist dein Charakter alt? Ich glaube, ist nicht alt. Okay, du bist. Okay. Hat dein Charakter blonde Haare? Ja. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Dein Charakter ist Mia. Du hast doch nicht gewonnen. Ich bin jetzt nämlich am Zug. Und ich sag, dein Charakter ist Emma. Brexy? Ich hab gewonnen. Odi, ist dein Charakter Emma, ja oder nein? Ich hab gewonnen. Ich hab zuerst gesagt. Ich bin jetzt am Zug. Hast du das Spiel noch nie gespielt, du Blödi? Ich bin am Zug. Ja, es ist Emma. Ich hab gewonnen. Hast du nicht? Doch. Nö. Ich muss schon wieder eine Frage stellen. Du musst bist nur einer. Ist dein Charakter... Nein. Ja, ich hab gewonnen, Odi. Du Blödmann, nochmal. Das war ja super einfach, du Blödi. Okay, ich hab jetzt einen richtig coolen Charakter. Okay, ich so, bin das gespannt. Ist mein Charakter hier, Leute. Und meiner, ja. Du musst eine Frage stellen. Ja, ich stelle ja schon eine Frage. So, ist dein Charakter ein Mann? Ja. Sehr gut, sehr gut. Na, warte, Brex hier. Ist dein Charakter
Na, frag doch. Warte. Sieht man bei deinem Charakter die Zähne? Ja. Ja? Oh Mann, das war gar nicht viel. Jetzt bin ich, glaube ich, dran. Ich glaube, hat dein Charakter einen Bart? Nein. Also, komisch, aber nein. Okay, dein Charakter hat keinen Bart, also. Ja. Ja, du bist. Ach so. Ist dein Charakter, alt? Nein. Oh, Mann. So. Hat dein Charakter braune Haare? Ja. Mann, das sind ja... Ich bin dran. Ich weiß, wer... Ist dein Charakter ein Mann? Nein. Oh Mann, ey. Okay, Odi. Ich hab eine gute Frage. Was ist deine Frage? Warte. Hat dein Charakter eine Brille? Ich weiß, wer es ist. Nein, weißt du nicht. Doch. Ich bin dran. Ich kann's doch herausfinden. Brille? Nein. Hat keine Brille. Mann, stimmt! Ich seh's ja! Da hat niemand eine Brille auf! Und damit ist es Jakob! Oh Mann, es ist echt Jakob. Du hattest Madison, du Blödmann. Eine Runde noch! Okay, ich hab schon gewonnen. Revanche, nein! Jetzt alles oder nix! Okay, Okay, ich hab was super Cooles jetzt. Okay. Warum fängst du immer an? Das ist voll unfair. Kann ich doch nichts für. Doch! Wollen wir mal gucken. Ist dein Charakter eine Frau? Ja. Ja? Boah! Das ist voll unfair gewesen. Du bist dran. Du stellst Odi. Auch immer die blöden gleichen Fragen. Odi, du hast jetzt so oder so verloren, weißt Sind du? Sind die Augen von deinem Charakter zu? Nein. Toll, wirklich toll, Braxy. Dafür kann ich nichts. So, jetzt habe ich eine entscheidende Frage. Deine Frage ist schlecht. Hat dein Charakter eine Brille? Nö. Haha, doof, Batz. Oh, das war gut, Odi. Also, Braxy, hat dein Charakter... Wer ist denn mein Charakter? Schwarze Haare. Schwarze Haare? Nein, keine schwarzen Haare. Oh. Hat dein Charakter braune Haare? Nö. Haha, nur ein zu doof, Bart. Hat dein Charakter... Ist dein Charakter alt? Diesmal frage ich dich nochmal. Ist er alt? Ich mach mal ja. Nee, nein, ist er nicht. Oh, da weiß ich, wer es ist. Du bist. Ja, ich such mir schon nach. Mach schon. Hat dein Charakter zufälligerweise blonde Haare? Ja. Du bist viel zu gut. Hat dein Charakter Sonnenbrille auf? Ja. War doch klar. Ich sag deiner ist Andrew. Nein, ist das Joshua. Mia? Ah, du warst Andrew, du Blödmann. Ich hab's doch gesagt. Oh, Leute, Braxy hat gewonnen. Aber wir müssen jetzt schnell noch in unsere Stadt. Aber das darf ich euch nicht verraten, was wir jetzt vorhaben. Bleibt dran. Oh, Leute, schaut mal mein neues Haus in Roblox Snapchat. Das ist richtig cool. Ich musste dafür nur mein Auto verkaufen. Aber ich habe jetzt ein neues Haus endlich. Eine richtige Villa. Schaut mal die Tür an. Und schaut mal, wenn ich hier reinkomme, dann habe ich hier so ein Arbeitszimmer. Kann ich meine Hausaufgaben machen? Hier ist mein... warte mal. Mir hat gerade das Fangirl gesnappt. Oh, sie sieht richtig süß aus. Ich mache hier auch jetzt einen Snap mit Hundefilter. So, und schreib, hi. Das ist bestimmt voll cool, Leute. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich auch einen neuen Job, Freunde. Ich arbeite endlich in der Pizzeria. Aber ich muss da auch später hin. Deswegen muss ich Braxys Auto auch ausleihen. Ich gehe mal hin und frage ihn, ob das überhaupt geht. Und muss erst mal gucken, wie sein Auto fährt. Und muss eine Probefahrt machen. Und dann zeige ich Braxy mein neues Haus. Ich rufe ihn mal an, ob er überhaupt Zeit hat. Braxy. Hallo? Braxy? Ja, Odi. Mein bester Freund, wie geht's dir? Mir geht's gut, Odi. Was gibt's? Was willst du? Ich stehe gerade vor deinem Haus und ich wollte dich was fragen. Kannst du mal runterkommen? Ich bin nicht zu Hause. Ich sehe dich, du Doofbatz. Oh.
Anbrexia! Warum hast du denn immer so gute Laune? Was gibt's denn? Anbrexia, ich habe mir ein neues Haus gekauft, aber musste dafür mein altes Auto verkaufen. Kann ich deins zur Probe fahren und damit das ausleihen, bitte? Odi, tschüss, du kannst mein Auto nicht haben. Tut mir leid. Warum? Ich weiß, du kannst noch kein Auto fahren, wirklich. Na klar, kann ich Auto fahren, du Doofbart. Soll ich dir das beweisen? Dann pack dein Auto aus, los! Finger weg von meinem Auto, du darfst mein Auto nicht fahren. Und weh, ich sehe dich mit meinem Auto fahren. Jetzt gib mir das schon bitte, Brexy, ich brauch das doch. Oh, okay. Wehe, du machst da nur einen Kratzer drin, Odi, dann ist die Hölle los. Ich muss es testen erstmal, weil ich bin mit deinem Auto noch nie gefahren. Vor allem nicht mit dem hier. Das ist ein niegelnagelneuer Mini, Odi. Na gut, der ist so mini wie du. Tschüss, du Doofbart. Mach Platz, Odi. Was denn? Oh, hier ist ein Auto. Ich wäre fast reingefahren, Brex hier. Siehst du? Und nicht über durchgezogenen Linien fahren. Aber ich muss, da steht ein Auto. Ein Blödmann. Naja, egal, Freunde. Der hat gar keine Chance und der Mini fühlt sich voll cool anzufahren. Schaut mal. Wow. Oh, das war knapp. Oh, ich hätte fast einen Unfall gemacht, Leute. Und schaut mal. Ich kann richtig gut fahren. Und, aua. Aua. Mann, Leute, ich hab das hier komplett kaputt gemacht. Oh nein. Was sag ich denn jetzt? Brexy, er wird komplett ausrasten, Leute. Ich hab sein neues Auto geschrottet. Oh Mann, ey, der ist glatt hier durchgefahren. Ich muss ihn mal anrufen oder einen Snap erstmal schicken. So, warte, dass er vielleicht nicht das Auto hinter mir sieht. Ich stelle mich mal so hin, dass er den Spielplatz sieht und schreibe ihm, hi, Brexy. Wärst du mir sauer, wenn deinem Auto was passiert wäre? Mal schauen, was er darauf antwortet, Leute. So, Brexy abschicken. Ich bin mal gespannt. Aber was mache ich denn jetzt nur, Leute? Ich habe nicht mehr so viel Geld. Ich kann die Reparaturkosten nicht mehr bezahlen. Und ich muss gleich arbeiten. Ich glaube, dass das einzig Richtige ist, einfach Brexy Bescheid zu geben. Aber jetzt mal gucken, was er sagt. Er hat mir was geschickt. Natürlich, ich würde dich jagen. Wo ist mein Auto? Oh Mann, ich rufe ihn lieber an, Leute. Man muss bei sowas immer direkt Eltern, Brüder oder irgendwen anrufen. Hallo, Brexy. Wo bist du? Kannst du mal kurz zum Café kommen? Warum zum Café? Du hast mein Auto. Komm hoch. Das geht gerade leider nicht. Odi, was hast du gemacht? Komm einfach zum Café, hab dich lieb, tschüss. Oh Mann, ey, er hat sich schon richtig, richtig sauer angehört, Leute. Oh Mann, ich bin echt gespannt, was er jetzt sagen wird. Oh Mann, ey. Oh Mann, ich seh ihn schon. Ich muss so tun, als ob ich Schmerzen habe. Vielleicht denkt er dann auf mich. Aua. Au, Brexy, aua. Was ist mit meinem Auto passiert? Ich lieg hier, mir geht's nicht gut. Mein Auto ist kaputt, Odi, mein Auto war niegelnagelneu. Ich weiß, ich hatte einen Unfall, Briggs hier. Oh nein, du hattest einen Unfall. Oh nein, ich kann das nicht. Du Blödmann, ich hab dir gesagt, du sollst mein Auto, bleib stehen. Hör auf auszurasten, du Doofkopf. Das war ein Unfall. Lass mich in Ruhe, das war ein Unfall. Ein Unfall, mein Auto. Wie hast du das überhaupt da reingekriegt, du Blödmann? Wie kommt man hier vorbei? Odi, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Verschwinde aus meinem Leben. Warte doch, Brexy. Nimm doch lieber dein Auto mit. Dann kann ich dein Skateboard nehmen. Wie? Odi, ruf mich nie wieder an und lösch meine Nummer. Na gut. Mann, Brexy, jetzt chill doch mal. Da passiert doch nichts. Du sagst mir nicht, dass ich chill soll. Okay, lass mich in Ruhe, du Blödmann. Mann, der rastet richtig aus. Ich verstehe nicht, wieso. Der war heute schon richtig komisch. Aber wartet mal, Leute. Es ist viel zu spät. Ich muss zur Arbeit. Nicht, dass Leute schon warten bei der Pizzeria. Ich habe Brexy Skateboard noch. Das tue ich einfach hier in die Ecke. Das braucht eh keiner. Mann, ich brauche meinen Latz. Mein Bäckerlatz. Ich bin umgezogen. Willkommen bei Rosas Pizzeria. So, okay, ich kann meinen Text noch, Leute. Jetzt muss ich einfach nur warten, bis jemand kommt. Und muss dann hier die Bestellung aufnehmen. Hm, warte.
warte mal, hier ruft jemand an. Oh, das ist Braxy. Hallo, willkommen bei Rosas Pizza. Oh. Mein Name ist Odi. Was möchten Sie denn gerne? Odi, du hörst mir jetzt ganz genau zu, weil ich sauer bin und ich möchte mich beruhigen. Dafür brauche ich meine Lieblingspizza. Ich sehe dich. Mit wem bist du im Auto? Mit meinem neuen besten Freund. Neuer bester Freund? Hey. Der macht meine Autos nicht kaputt, so wie du. Na gut, Entschuldigung, Braxy. Was für eine Pizza hätten Sie denn gerne? Also, ich hätte gerne eine Pizza Margherita ohne Fleisch mit paar Bananenstückchen und Ananas. Und mein neuer bester Freund möchte gerne Cola haben und seine Pizza mit ganz viel Salami. Kriegst du das hin? Warte, ich tippe hier alles gerade ein. Ja. Okay. Sie können sie gleich abholen. Bis gleich, Odi. So, oh Mann, Leute, Braxy ist so ein Doofkopf, Mann. Der wollte eine Pizza. Warte mal. Hier, ich muss die kurz hier reinpacken. Pizza. So, eine Pizza mit irgendwas und, ach, ich gebe ihm einfach eine Salami-Pizza. Das tut's auch. Eine Pizza und sein Freund wollte was zu trinken. Was gibt's denn zu trinken? Ich gebe ihm einfach Wasser oder so. Ich glaube, das wollte der. So, warte. Oder, Babynahrung, das wollte der, genau. Okay, so. Hallo, willkommen bei Rosas Pizza. Hast du meine Pizza fertig? Ja, setzen Sie sich bitte hin und bitte seien Sie freundlich zu den Mitarbeitern. Ja, bring meine Pizza, du Blödi, du hast mein Auto kaputt gemacht. Einmal, erstmal Ihr bester Freund. So, einmal wollten Sie doch Babynahrung haben. So, bitteschön. Und einmal eine Pizza Salami für meinen besten Freund Brax hier. Eine Pizza Salami? Ja, das wollten sie doch. Odi, du bist mit Abstand der blödeste Freund, den man sich wünschen kann. Warum rastest du so aus? Ich wollte eine Pizza Margherita mit Bananen und Ananas. Ist doch genau das Gleiche und Pizza und Ananas, das schmeckt eh nicht lecker. Oh, Odi, du bist so blöd. Selbst der blödeste Blödi werden schlauer als du. Dann esse ich jetzt deine Pizza, du Doofkopf. Und schmeiß sie auf den Boden. Hier, nimm deine blöde Pepperoni-Pizza mit. Nö, die will ich nicht haben. Verschwinde. Sie müssen noch bezahlen. Blöd. Ich bezahle gar nichts bei dir. Du blöd, Mann, ey. Mann, Braxy rastet immer so aus. Egal, ich hab Feierabend, Leute. Ich muss mich mal kurz umziehen. Wartet mal, Leute. Braxy ist noch nicht raus. Er ist gerade irgendwo anders hingefahren und hat sein Auto hier wieder hingestellt. Aber ich gehe jetzt einfach hinter sein Auto rein und spick einfach, was er von mir hält und was er sagt. Oh, da kommt er. Ich muss leise sein. Na. So, endlich. Hallo? Oh, hi Max, wie geht's? Max? Oh, mir geht's nicht so gut. Weil dieser blöde Odi, der ist wirklich ein Blöde. Ich bin richtig sauer auf ihn. Ich wünschte, ich hätte ihn niemals kennengelernt. Oh, er kann was erleben. Ich werde ihn sein Haus anzünden. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich sein Haus nicht anzünden. Ja, ich werde. Oh, lass das der ganzen Stadt sagen, dass Odi ein Blödi ist. Ich bin kein Blödi! Was machst du denn hier? Du Blödmann! Ich wollte hören, was du über mich sagst in deinem Auto und warum du so ausrastest. Du kommst jetzt mit, Braxy. Egal was ist. War ein Prank. Nein, das war kein Prank. Du kommst jetzt mit und ich nimm dich einfach und du kommst jetzt mit. Du kannst mich nicht mal tragen, du Blödi. Ich trag dich jetzt. Du kommst jetzt. Lass mich los. So, du kommst jetzt mit, du Doofkopf. Odi, lass mich sofort los. Ich beiß dich. Ich werde dich beißen, Odi. Nein, hör auf, Braxy. Du kommst jetzt hier rein und dann mach ich die Tür zu. Los. So, eingeschlossen bist du. So, und jetzt kommst du mit und setz dich genau hier an Esstisch. Was willst du von mir, Odi? Ich will mit dir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Was ist dein Problem? Warum rastest du immer so aus? Odi, du hast mein Auto kaputt gemacht, du hast mir die falsche Pizza gebracht und dann muss ich noch erfahren, dass du mit einem Fangirl schreibst, in der ich verliebt bin? Die hat dir einen Snap geschickt, das hat sie mir gesagt. Leute, könnt ihr euch noch erinnern am Anfang, wo ich der einen den Snap geschickt hat? Hier, sie hat mir aber nicht geantwortet und das macht Braxy also so sauer.
Mann, Brexy, ich wusste das nicht. Sag mir das doch gleich. Du musst das wissen, du Blödmann. Ich liebe sie, ich bin verliebt in sie. Und da muss ich hören, dass mein bester Freund ihr einen Snap schickt. Okay, Brexy, ich wusste das nicht, okay? Um das klarzustellen, erstens. Zweitens musst du nicht gleich ausrasten. Du könntest ganz normal mit mir reden, du Doofkopf. Und drittens mache ich uns jetzt ein beste Freunde-Milchshake und Bubble Tea. So, Bubble Tea natürlich für meinen besten Freund Brex hier. Und danke. Den Milch... Oh nein, nicht essen. Warte, den Milchshake für mich. Sind wir wieder beste Freunde? Nimm dein Milchshake. Lass uns drauf anstoßen, Brexy. Für immer Freunde und immer... Man muss doch immer miteinander reden. Und das mit deinem Auto tut mir natürlich leid. Ja, okay. Aber du musst mir eins versprechen. Schreib ihr nie wieder. Versprochen, Brexy. Unsere Freundschaft geht vor. Lecker. Lecker. Was machen wir jetzt? So, okay, Brexy. Jetzt würde ich sagen, machen wir eine coole Übernachtungs-Beste-Freunde-Party. Oh, ich hol meine Pyjamas. Genau, und hol die Playstation. Vergesst die nicht. Mhm. Oh, Leute, wir haben es echt geschafft. Brexy ist nicht mehr sauer auf mich. Ich kann es verstehen, wenn er verliebt in das Fangirl ist. Dann muss ich ihm wohl helfen, um ihn zu verkuppeln. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und falls ihr mein neues Haus schön findet, müsst ihr reinschreiben in die Kommentare. Schön! Und checkt diese zwei Videos hier oben und vergesst nicht, Brexy abzuchecken. Der hat auch ein richtig cooles Hacker-Video hochgeladen, Leute. Tschüss!